Das Freibad in Lechnich öffnet dieses Jahr nicht. Wir vom Studio 93 haben uns gefragt, warum, und waren da. Die Stadtwerke erklären uns, wieso das Freibad dieses Jahr nicht öffnen kann. Ja, es hat ein großes Starkregenereignis gegeben. Das Wasser ist insbesondere in den Technikraum im Keller eingedrungen, hat den kompletten Keller bis zur Decke dann auch überflutet, die komplette Technik zerstört. Ja, und zusätzlich hat es auch hier in den Becken des Freibades hat es Absenkungen gegeben, was dazu führt, dass auch dann die Zirkulation, der Ablauf, der Zulauf des Schwimmbades nicht mehr funktioniert. Und unterm Strich ist es ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Freibad hat jährlich ca. 20.000 bis 30.000 Besucher und kostet die Stadt pro Saison ca. 200.000 Euro. Es ist mit den drei Becken, einem Sprungturm und einer Rutsche im Sommer die zentrale Anlaufstelle für Jugendliche rund um Lechnich, um der Hitze zu entkommen. Eine komplette Sanierung des Freibads würde 5,4 Millionen Euro kosten. Den größten Teil davon verursachen die Schwimmbecken. Daher haben wir uns gefragt, ist es auch möglich, nur die durch den Starkregen beschädigte Technik zu reparieren? Man könnte sie als Provisorium betreiben, wenn man es als Not haben müsste, aber nicht im Regelbetrieb. Man könnte vielleicht eine Saison fahren, aber auch mehr nicht. Anfang Herbst 2022 soll der Stadtrat darüber entscheiden, ob die Investition in Höhe von 5,4 Millionen Euro getätigt werden kann. Bis dahin soll ein Gutachten über die Lage des Freibads erstellt werden. Die Stadtverwaltung konnte uns nicht sagen, wie hoch die Chance ist, dass das Freibad irgendwann wieder öffnen kann. Ihr möchtet wissen, wie die Politik in Erfstadt über den Erhalt des Freibads denkt? Dann lasst uns einen Kommentar oder ein Like da.